Freunde, it's time to go wild! Leute, das muss einfach wahre Liebe sein. So sieht wahre Liebe aus. Wir sind tatsächlich schwanger vom Alpha-Wolf. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit EA entstanden, also ein großes Dankeschön an EA. Falls ihr euch das Spiel selber kaufen wollt, dann schaut sehr gerne in die Infobox, da packe ich euch einen Link rein. Ich zeige euch zuallererst unseren Sim, mit dem ich heute die komplette Nachbarschaft zerstören will. Das, meine lieben Freunde, ist Diana. Diana ist die römische Göttin des Mondes, des Lichts und der Jagd. Also ein perfekter Name für einen Sim, der jetzt ein bisschen Drama in dieser Nachbarschaft kreieren will. Von außen sieht sie auch super nett und voll freundlich aus. Aber eigentlich ist sie böse, sie ist ein Genie, sie ist selbstsicher, fruchtbar. Ja. Und eine Mondvertraute. Und natürlich habe ich auch das neue Bestreben für sie ausgewählt. Und dafür müssen wir Folgendes erledigen. Wir müssen uns in einen Werwolf verwandeln lassen. Diana ist nämlich noch ein Mensch. Wir müssen zum Kümmerling aufsteigen. Kein Welpe mehr. Erreiche die zweite Stufe in der Werwolfentwicklung. Wir müssen den Vollmond erleben und wir müssen Werwolfbücher lesen. Das werden wir alles mit der Diana machen. Und Diana lebt in diesem Haus hier. Wie nice sind bitte diese Löcher in den Dächern? Ich lieb's so sehr. Und ich habe das Haus ein bisschen umdekoriert. Es ist ein vorgefertigtes Haus, was schon in der Welt drinnen war. Ich habe das Ganze aber ein bisschen umgeräumt, damit Diana hier ganz viel Platz hat, wo sie sich stärken kann. Böses Training. Leute, es beginnt direkt. Sie soll trainieren. Sie will ja im Endeffekt der Alpha vom Rudel werden. Und apropos Rudel. Es gibt zwei Rudel jetzt in dem Pack. Die Moonwood-Kommune. Die Moonwood-Kommune ist eine Gruppe ehrwürdiger Werwölfe, die sich für die Vereinigung der Lykantrophie und der Philanthropie einsetzen. Von den Mitgliedern wird erwartet, sich taktvoll, besonnen und diplomatisch zu verhalten. Sie versuchen, sinnvolle Beziehungen zu allen Sims aufzubauen und ihre Wut unter Kontrolle zu bringen, um Nicht-Werwölfen leichter zugänglich und freundlicher zu erscheinen. Der Anführer von dem Rudel ist der Christopher Volkoff. Leute, sieht mir schon nach einem ziemlich guten Opfer aus. Und die zweite Gruppe sind die Wildfangs. Die sind sehr rauflustig und freigeistig, also das komplette Gegenteil von der anderen Gruppe. Das sind so wirklich die wilden Wölfe. Die Anführerin ist die Rory Oaklaw. Und eine gute Gay Love Story lieben wir immer, ich weiß. Aber für den Plan, den ich habe, brauchen wir einen männlichen Sim. Und deswegen werden wir versuchen, den Alpha vom guten Rudel zu stürzen, damit wir dann sein Rudel übernehmen können. Ich habe der Diana rein theoretisch schon ein paar Fähigkeitspunkte gegeben, weil sie natürlich schon eine Erwachsene ist. Und das super seltsam ist, wenn sie dann noch keine Fähigkeiten hat. Die Fitnessfähigkeit hoch zu cheaten, habe ich offensichtlich vergessen. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass sie eigentlich gerade Werwolf-Bücher liest. Der Werwolf von nebenan. Halt, stopp. Wo ist ihr mega cooler Fokuhila hin? Girl, das geht natürlich absolut nicht. Ich habe ihr auch andere Looks gegeben. Das ist eigentlich ihr Fokuhila-Sportlook. Girl, wo kam der andere jetzt her? Ich meine, wie cool sieht sie bitte in dem Look aus? Hammer. Aber dann würde ich mal sagen, es wird Zeit, dass wir uns die Welt genauer anschauen und uns den Leuten vorstellen. Hier haben wir eh schon die Wildfangs, also das wilde Rudel. Das müsste der, oder in dem Fall die Alpha sein von dem Rudel. Mit denen will ich mich jetzt gerade noch nicht anlegen. Wir wollen ja in das andere Rudel aufgenommen werden. Oh wow, das ist ein richtig krasser Werwolfkampf gerade. Das ist alles, was Diana eigentlich will. Wir sind jetzt in der Bar angekommen. Diana tut einfach so, als wäre sie ein super netter Sim. Als wäre sie einfach neu in der Nachbarschaft. Ganz unschuldig und freundlich, damit sie dann leichter ans Rudel rankommt. Und hier drüben haben wir auch schon einen geheimen Bunker. Nur Werwölfe können diese Tür verwenden. Wir haben jetzt zwei Werwölfe hier unten. Oh, und direkt den Alpha, den wir stürzen wollen. Das ist der Christopher, Leute. Und es ist mega passend, dass der hier gerade im Bunker unten sitzt und wir noch nicht an ihn rankommen. Natürlich müssen wir zuerst einen anderen Weg finden, um an ihn ranzukommen. Wir müssen den Omega aus seinem Rudel finden. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wer zu seinem Rudel gehört. Wir haben da drüben schon Sims, aber das sind definitiv keine Werwölfe. Wir können ja auch mal hier auf die Karte schauen und uns ein paar Infos durchlesen. Hier gibt es sogar Infos zur Moonwood-Kommune. Oh, ganz toll. Das ist aber genau das Gleiche, was ich euch vorher schon gezeigt habe. Aber Diana freut das offensichtlich sehr. Leute, ich habe gerade rausgefunden, dass wir neben dem Alpha leben. Also theoretisch. Hä? Ich schwöre, da hat gerade noch jemand gewohnt. Wir gehen am besten mal auf die Weltenkarte. Ja, perfekt. Und reisen dann direkt rüber. Wahrscheinlich ist das eh das Begrüßungskomitee und die Werwölfe hätten sich bei uns vorgestellt. Aber wir kommen denen jetzt einfach zuvor, klopfen mal an ihre Haustüre und sind so, hey, wir sind gerade hierher gezogen. Wir kennen noch niemanden. Und hier ist irgendwie
offensichtlich auch niemand auf dem Grundstück. Diana hat auch echt ständig das Bedürfnis, die Öfen anzuzünden. Aber hey, im besten Fall könnte dabei ja auch was schief gehen. Diana hat ja eine Mission. Hallo, ist hier irgendjemand? Bin ich gerade in dieses Haus eingebrochen oder was ist hier los? Ich finde hier einfach niemanden. Hier sollten 3 Leute mindestens wohnen. Aber hier ist einfach niemand. Ja, demnach ist Diana jetzt einfach bei den Nachbarn eingebrochen, hat angeklopft, hat gemerkt, die Tür ist offen und hat sich halt einfach selber den Zutritt verschafft. Oh, ich habe sie gefunden. Die ganzen Leute chillen halt einfach hier drüben. Bei diesem unfassbar schönen Baum. Da können wir sicher reingehen. Die Rudelführung ist derzeit woanders. Sehr spannend. Ja, dann würde ich mal sagen, stellen wir uns sehr freundlich bei den Leuten hier mal vor. Let's go, Diana. Such dir Freunde. Boah, und wie nett die wirken. Die wissen gar nicht, was ihnen bevorsteht. Oh, okay, alles klar. Da hinten haben wir jetzt direkt einen Werwolfkampf am Start. Als wäre es das Normalste der Welt. Aber sie findet es schon mega spannend. Für meinen Plan brauche ich jetzt das allererste Opfer. Und ich glaube, ich habe mich jetzt für diesen Werwolf hier entschieden. Für die liebe Lilly. Oh, wobei, sie ist eine Seniorin. Jacob ist ein Teenager. Und Wolfgang, junger Mann, könntest du mal ganz kurz ruhig bleiben, damit ich sehe, was du bist. Ein junger Erwachsener. Schwer. Finde es gerade übrigens auch super nett, dass er gerade für alle gekocht hat. Ich glaube, ich entscheide mich für Wolfgang. Wir müssen ja selber zum Werwolf werden. Also wir schleimen uns jetzt hart bei Wolfgang ein, bis er uns dann zum Werwolf macht. Wir können ja auch mal fragen, ob er Single ist. Und er ist Single, Leute. Sehr gut. Dann probieren wir es, glaube ich, mal auf die Masche hier. Oder auch nicht. Das hat gar nicht funktioniert. Oh nee. Ich habe es einmal bis ans Meer geschafft. Ich fand die Idee, eine Flaschenpost ins Meer zu werfen, immer romantisch. Also schrieb ich eine Nachricht. Etwas Kitschiges darüber, wie man zum Mond hinaufblickt und sich fragt, ob man etwas zum Besseren verändern kann. Ich frage mich, ob sie jemals jemand gelesen hat. Oh, Wolfgang, der kleine Poet. Du wirst mich jetzt nicht mehr los, Wolfgang. Er wird mir jetzt die unterirdischen Tunnel offensichtlich zeigen. Let's go. Leute, ich werde euch das jetzt alles nicht vorlesen. Ich möchte nämlich den Spaß daran nicht nehmen, falls ihr das Pack selber kauft. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Okay, im Tunnelsystem ist gar nicht so viel passiert. Aber wir haben mittlerweile so viel Zeit mit Wolfgang verbracht, dass wir richtig gute Freunde geworden sind. Und er hat uns jetzt hier auf dieses Grundstück hier gebracht. Hier gibt es nämlich zum einen ein Teleskop, was ich Hammer finde. Himmel beobachten. Mond betrachten, nur nachts verfügbar. Ach, Leute, ich lieb's so sehr. Aber nicht nur das gibt es auf diesem Grundstück. Wir haben hier auch natürlich eine Bücherei. Eine Bibliothekarin, die Angela Mertens heißt. Freunde, irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich will auch nichts Falsches jetzt behaupten, aber... Und hier drüben haben wir auch noch einen Fitnessraum. Zusammen böse trainieren, finde ich sehr gut. Ich will einfach, dass Wolfgang mir so richtig vertraut. Sie hat sich jetzt den ganzen Tag bei ihm eingeschleimt und vielleicht können sie sich ja näher kommen beim Trainieren. Wenn Wolfgang die unfassbaren Skills von Diana sieht. Und wo, Girl, ist schon wieder dein Fokuhila hin? Wir haben morgen übrigens Vollmond. Und wie nice wäre es bitte, wenn wir an Vollmond zu einem Werwolf werden? Das wäre einfach perfekt. Girl, beruhig dich mal ein bisschen hier an dem kaputten Spiel. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir ans Eingemachte. Dann hätte ich ja, dass die beiden endlich miteinander flirten. Kompliment über Aussehen machen. Kann es sein, dass Wolfgang nicht kokett ist? Oder vielleicht einfach nicht auf Diana steht? Wolfgang, du bist echt hart zu knacken. Das hätte ich nicht gedacht. Und da hat Wolfgang uns wortwörtlich einfach sitzen gelassen. Aber Hauptsache Angela Mertens ist noch bei uns. Und offensichtlich ist sie selber ein Werwolf. Leute, ich glaube, ich habe ein neues Opfer. Wir haben jetzt auch unser erstes Werwolfbuch gelesen. Und Angela ist kokett, Leute. Ich bin so am Start. Diana, let's go. Frag mal, ob sie Single ist. Angela ist Single, aber sie kann uns nicht zum Werwolf machen, weil sie keine Fluchträgerin ist. Das Leben ist zu hart, Leute. Angela, es hätte so schön sein können mit uns beiden, aber man kann nicht alles haben. Wir haben es aber jetzt geschafft, 3 Werwolfbücher zu lesen. Oh, und Angela gehört einfach gar keinem Rudel an. Die ist einfach ein einsamer Wolf. Das macht sie direkt noch sympathischer. Wenn ich meinen Plan durchgeführt habe und durchgebracht habe, Angela, dann werde ich dich in mein Rudel bringen.
singen. Und wir werden das dann gemeinsam rocken. Und jetzt habe ich noch mehr Motivation, das Rudel von, wie hieß er nochmal? Christopher Volkoff zu übernehmen und ins Chaos zu stürzen. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit und ich werde nicht aufgeben. Ich habe Wolfgang jetzt zum Frühstück eingeladen und bis zum Abend, sage ich es euch, wird er uns verfallen. Ich will nämlich heute Abend am Vollmond zum Werwolf gemacht werden. Und zwar vom Wolfgang. Hat sie jetzt nur Essen für sich selber gemacht? Girl, sabotier meinen, ich meine natürlich deinen Plan nicht. So wird er uns nicht verfallen. Ach, war die Special Training. Ich hab's geschafft. Während die Sonne untergeht und der Mond gerade aufgeht, das ist der perfekte Moment, um ein Werwolf zu werden. Wolfgang besitzt die Fähigkeit Flugträger nicht. Leute, es war alles umsonst. Okay, halt, stopp. Mir reicht's jetzt. Ich gehe jetzt zu den Wilden, weil die werden mich ganz sicher zu einem zu einem Werwolf machen. Und der Alpha von dem wilden Rudel kann uns jetzt tatsächlich zum Werwolf machen. Da verwandelt sie sich in einen Werwolf und dann werden wir eiskalt von ihr gebissen. Aber wir wollten es ja auch nicht anders. Let's go! Hammer! Schmerzhafter Biss. Mega, wir sind während dem Vollmond. Mond, wo bist du? Wow, und wie die jetzt gemeinsam wegrennen, das ist so mega cool. Bald gehörst du da auch dazu, wenn du dich jetzt bitte nicht in Flammen setzt. Girl. Wie cool das Feuer auch ist mit diesen verbrennten Möbelstücken. Mega. War das gerade eine Ratte? Wenn euer Sim zum Werwolf wird, hat er auch einen unersättlichen Hunger. Also die Hungerleiste von eurem Sim geht jetzt einfach konstant nach unten, egal wie viel ihr esst. Deswegen gönnt ihr hier diesen Fruchtkuchen von unseren Nachbarn. Freunde, ich habe den Mond gefunden. Ah, Freunde, es ist soweit. Diana verwandelt sich in einen Werwolf. Und wie mega sieht diese Animation bitte aus. Oh, so unheimlich. Let's go, girl. Wir haben es geschafft. Yay, beruhig dich vielleicht, bitte. Kein Grund, deine ganze Wohnung jetzt zu zerstören. Girl, was treibst du? Wo gehst du hin? Oh mein Gott, ich komme mir überhaupt nicht mehr nach. Girl, bitte hör auf, nicht zerkratzen. Ich kann sie gar nicht aufhalten. Und wie sie heult. Randale. Ich muss überwintern. Diana muss sich zusammenrollen und stundenlang schlafen. Girl, das fühle ich. Beruhig dich. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt rüber zu unseren Nachbarn und suchen Hilfe, okay? Keiner zu Hause. Hilfe, Nachbarn. Ich bin außer Rand und Band, offensichtlich. Girl, oh mein Gott, jetzt zerstört sie alles bei den Nachbarn. Bitte nicht, oder? Please, Diana, beruhig dich. Und sie fängt natürlich eine Schlägerei mit einem anderen Werwolf an. Natürlich. Zeig dich von deiner besten Seite, Diana. Wir wollen in dieses Rudel aufgenommen und nicht verstoßen werden. Ach, ja. Gratuliere, Diana. Gratuliere. Bye. Hey, ich bin gerade bei den Nachbarn und dachte mir so, oh, der Anführer will direkt mit mir reden. Das ist jetzt meine Gelegenheit. Aber offensichtlich hat er gar keinen Bock auf uns. Meisterliche Transformation freigeschaltet. Diana weiß jetzt, wie man sich willentlich verwandelt. Oh, und Diana ist nackt und voller Kratzer. Hey, wie cool ist das bitte? Was ist geschehen? Wo bin ich? Tja, Girl, jetzt bist du ein Werwolf. Und wir rennen jetzt zurück zum Anführer, zum Christopher. Und zwar splitterfasernackt und schreien gar laut. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das andere Rudel hat mich angegriffen. Ich bin jetzt ein Werwolf. Ich brauche eure Hilfe. Und natürlich sind die beiden direkt für sie da. Und wir sind jetzt eine Freundin der Moonwood-Kommune geworden. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Du kannst jederzeit bei unserem Baum vorbeischauen, um Zeit mit uns zu verbringen. Mega. Girl, vielleicht ziehst du dir jetzt aber wirklich was an. Den Stuhl kann man auf jeden Fall jetzt desinfizieren. Girl, bitte. Und dann reparier ihn vielleicht auch mal das Waschbecken. Das gibt uns sicher auch Plus. Punkte und dann fragen wir den Chris mal, ob er überhaupt Single ist. Was wetten wir, dass das seine Frau ist? Sie ist nämlich auf jeden Fall aufgebracht. Es tut mir leid, dass ich nackt hier einfach reingerannt bin. Wir reparieren gerade deine Spüle, haben es auch geschafft, also bitte seid nicht böse. Bitte was? Hat Diana ihr schicksalhaft verbundenes Werwolf-Gegenstück gefunden? Der Mond bestimmt für jeden Werwolf eine wahre Liebe. Christopher ist Single.
Leute, was ist gerade passiert? Schicksalhaft verbunden. Ich glaube, der Alpha-Wolf hat sich gerade Hals über Kopf in Diana verliebt. Ich kann nicht mehr. Das müssen wir direkt ausnutzen. Und es funktioniert tatsächlich, Leute. Er geht komplett drauf ein. Wie einfach war das bitte? Warum habe ich mich mit Wolfgang abgegeben? Offensichtlich sind wir füreinander bestimmt. Ich glaube, Christoph sieht das gerade richtig als Schicksal, dass wir ihr Rudel gefunden haben. Und er war einfach nur total fasziniert von ihr, weil sie, ja, leicht bekleidet vor seiner Tür stand. Egal wie, wo war's, das ist perfekt. Ersten Kuss erleben, let's go. Könnte ein bisschen romantischer sein, wie hier in dieser Küche, aber egal, Leute. Wenn's passt, dann passt's einfach und bei den beiden passt es so perfekt. Und die beiden sind so ganz offiziell zusammen. Kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Dann fehlt eigentlich nur noch eines. Let's go. Irgendwie tut Christopher mir jetzt richtig leid. Der denkt echt, er hat die wahre Liebe in uns gefunden. Da machen wir jetzt aber auch direkt einen Schwangerschaftstest. Kannst du bitte den Raum verlassen? Wir sind splitterfasernackt vor deiner Tür gestanden, haben innerhalb 10 Minuten den Alpha absolut um den Finger gewickelt. Und jetzt sind wir tatsächlich schwanger von ihm. Ich kann nicht mehr. Wir sind tatsächlich schwanger vom Alpha-Wolf. Für zwei Essen, Leute. Die denkt sich wahrscheinlich gerade, sie ist im komplett falschen Film. Was geht hier eigentlich ab? Ich frage mich das ganz ehrlich gerade auch. Oh mein Gott. Das schreit nach einer Party, würde ich sagen. Und wir laden so circa alle ein, alle außer den Wolfgang, natürlich. Angela lade ich jetzt lieber auch nicht ein. Natürlich veranstalten wir die Party auch hier beim Christopher zu Hause. Der hat damit überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt einfach irgendwelche Leute zu ihm nach Hause einlade. Ich darf absolut alles, was der hier offensichtlich gar nicht passt. Oh oh, vielleicht fordert sie uns gleich mal zu einem Kampf raus. Bitten sich der Moonwood-Kommune anzuschließen. Wir sind noch gar nicht offiziell Teil davon. Okay, dann machen wir das jetzt direkt beim Christopher. Rudel anschließen. Unsere Fähigkeitspunkte reichen noch nicht ganz aus. Werwolf-Fähigkeiten. Wir müssen uns natürlich hier ein paar Sachen kaufen. Ich habe mich jetzt entschieden für Boshaftigkeit, Territorium markieren und Wühlerin. Und jetzt können wir einfach das Territorium markieren. Wir pinkeln jetzt einfach vor Christophers Tür. Wir markieren jetzt sein Zuhause. Leute, das muss einfach wahre Liebe sein. So sieht wahre Liebe aus. Am besten graben wir hier auch noch ein bisschen rum. Let's go. Grab seinen ganzen Garten um. Der ist uns so absolut verfallen, das ist ihm alles egal. Und wir haben es geschafft. Wir sind ein Level aufgestiegen. Neues Bestreben. Es wird Zeit für sie, das nächste Kapitel ihres Abenteuers als Werwölfin aufzuschlagen. Schließe dich der würdevollen, freundlich gesinnten Moonwood-Kommune an. Oder den Wildfangs. Werde eine einsame Wölfin oder eine Heilsucherin. Damit können wir wieder ein normaler Sim werden. Aber wir werden uns auf jeden Fall der Moonwood-Kommune anschließen. Friedlich, stressfrei und gemeinsam. Noch. Alpha der Moonwood-Kommune werden. Ich kann nicht mehr. Das Spiel spielt mir so in die Karten. Um uns im Rudel anzuschließen, müssen wir einige Prüfungen bestehen. Und wir haben es geschafft. Wir dürfen uns wirklich anschließen. Auch wenn die Voraussetzungen gar nicht das sind, was Diana will. Hört sich toll an. Ich bin dabei. Yay, Leute. Ich habe den Rest übrigens auch schon erledigt. Und jetzt müssen wir nur noch der Alpha von der Moonwood-Kommune werden. Wir können ihn einfach direkt herausfordern, Leute. Das mache ich. Übrigens haben wir gerade eine Verabredung. Ich habe ein Date gestartet. Ist ein sehr untypisches Date, aber wer weiß. Vielleicht gehen wir am Schluss als Alpha raus und dann ist es das beste Date, was Diana jemals hatte. Okay, wir haben definitiv verloren, Leute. Aber wir ziehen jetzt mit dem Alpha zusammen. Das ist ja schon mal fast das, was wir wollen. Und dann würde ich sagen, wir fordern ihn nochmal raus. Aber ich meine, Leute, ganz ehrlich, Diana ist gerade hochschwanger. Ich verliere gerade hart meine Stimme. Sorry. Da habe ich einfach den super spannenden Kampf. Ja, irgendwie wird das nichts. Die Wehen haben eingesetzt. Endlich! Wir haben einen Jungen bekommen. 1, 2, 3. Und zwar heißt er Mike. Was mache ich jetzt damit? Das ist definitiv zu wenig. Und wir sind schon wieder schwanger. Wisst ihr nämlich eigentlich, was ich vorhatte? Ich wollte ganz viel Kinder kriegen und die dann alle an den Christopher abgeben, damit er gar keine Zeit mehr hat, ein Alpha-Wolf zu sein. Aber vielleicht reicht einfach ein unfassbar schlimmes Kind. Wir machen ihn auf jeden Fall mal heikel. Und der soll jetzt einfach die ganze Zeit an seinem Papa kleben, so lange, bis er keine Energie mehr hat und er entweder den Alpha-Posten freiwillig abgibt oder wir endlich mal in dem Tauziehen gewinnen. Let's go, komm schon. Okay, es reicht jetzt, Leute. Er gibt die Führung jetzt einfach freiwillig ab, weil er sich um sein Kind kümmern will. Und wie episch das aussieht, vor allem mit dem Mond gerade im Hintergrund. Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind der Alpha der Gruppe. War es fair?
Nee, war es verdient. Sowas von absolut gar nicht. Aber hey, wir haben es geschafft.